Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial über die FEM Workbench von FreeCAD. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man mit FreeCAD eine einfache geometrisch nichtlineare Analyse durchführen kann. Als Beispiel für dieses Projekt verwende ich einen Sprengring, der durch eine Sprengringzange aufgebogen und dementsprechend ausgelenkt und verformt wird. Ich werde diese Analyse einmal geometrisch linear durchführen, das ist dieser Fall hier drüben, und einmal geometrisch nichtlinear. Im linearen Fall sieht man, dass die beiden Schenkel des Sprengrings eine leichte Volumenzunahme erfahren, die so praktisch nicht möglich ist. Wird dieselbe Analyse nicht geometrisch nicht linear durchgeführt, verschwindet diese Volumenzunahme und auch die Auslenkung hinsichtlich der negativen Y-Achse nimmt ab. Im Folgenden möchte ich euch Schritt für Schritt zeigen, wie ich zu diesem Analysenergebnis gekommen bin. Ich verwende in diesem Tutorial einen Development Snapshot von der 0.17er Version von FreeCAD, und zwar den Development Snapshot mit der Revisionsnummer 10.634. Ich schließe die ganzen noch geöffneten Fenster, ich sage Speichern, Speichern und lege ein neues Projekt an. Anschließend wechsle ich in die Part Design Workbench und wähle einen neuen Body. Ich wähle einen neuen Sketch, ich möchte auf der XY-Ebene zeichnen und zoome etwas in den Zeichenbereich hinein. Anschließend nehme ich das Kreissegment-Werkzeug und ziehe drei Kreissegmente auf. Ich sehe zu, dass ich immer die Y-Achse noch mit erwische. Im zweiten Fall genauso, ich erwische die Y-Achse. Und ich brauche noch einen dritten Kreisbogen für den kleinen Bereich, wo später die Bohrung eingefügt wird. Anschließend wähle ich das Linienwerkzeug und schließe die Linienzüge. Ich sehe zu, dass ich immer die Punkte erwische. Diesen hier muss ich hinauslöschen. Ich wähle wiederum das Linienwerkzeug und schließe hier unten noch die Linienzüge. Ich sehe zu, dass ich die Punkte erwische. Und es sind noch 7 Freiheitsgrade übrig. Diese beiden Linien mache ich direkt senkrecht und gebe ihnen einen Abstand von der Y-Achse von 2,5 mm und 8 mm. Nun sind noch 3 Freiheitsgrade übrig. Das sind die Radien von diesen Kreissegmenten hier. Dem Inneren gebe ich einen Radius von 22 mm. Dem Äußeren einen Radius von 25 mm und der kleine Kreisausschnitt hier unten bekommt einen Radius von 27 mm. Nun ist meine Skizze vollständig eingeschränkt, ich schließe sie und werde aufpolstern. Ich gebe meinem Sprengring eine Dicke von 2 mm und ich habe die erste Hälfte des Sprengrings erzeugt. Allerdings fehlt noch diese kleine Bohrung hier unten, diese möchte ich als nächstes einfügen. Dafür wähle ich einen neuen Sketch, wiederum auf der XY-Ebene, und um sauber zeichnen zu können, wechsle ich in den Drahtgittermodus. Ich wähle das Kreiswerkzeug und ziehe einen Kreis auf. Diesem Kreis gebe ich einen Radius von 1,5 mm und einen Abstand von der Y-Achse von 5,2 mm. Der Abstand zur X-Achse beträgt 23,7 mm. Damit ist auch diese Skizze vollständig eingeschränkt. Ich schließe sie und wähle Vertiefung. Ich möchte symmetrisch zur Ebene arbeiten. Ich möchte durch alles hindurch arbeiten und bestätige mit OK. Nun gehe ich wieder in die Originalansicht und mein Kreis wurde eingefügt. Im nächsten Schritt möchte ich diese ganzen Kanten hier unten verrunden. Dementsprechend wähle ich sie aus und wähle das Radiuswerkzeug. Ich möchte Ihnen, wie es bereits vorgestellt ist, einen Radius von 1 mm geben und bestätige mit OK. Nun wechsle ich in das Modell, in den Modellbaum, klappe den Body auf. Mein letzter aktiver Körper ist das Fillet. Mit diesem möchte ich jedoch nicht direkt weiterarbeiten, sondern ich möchte eine, 2 Kopien von diesem Fillet erstellen. Dafür gehe ich in die Part Workbench und wähle Formteil, einfache Kopie erstellen und wiederhole den Vorgang noch ein zweites Mal für eine weitere Kopie. Das Fillet markiere ich, betätige die Leertaste und blende es damit aus.
Die untere Kopie möchte ich über das Placement-Werkzeug einmal hinsichtlich der Y-Achse um 180 Grad drehen und anschließend um 2 mm nach oben verschieben. Dementsprechend definiere ich den Vektor entlang der Y-Achse und wähle 180 Grad zum Drehen. Diesen kleinen Versatz hier hinten behebe ich, indem ich im Bereich Position den Körper um 2 mm nach oben verschiebe. Nun ist meine Geometrie im Grunde fertig. Ich habe jedoch zwei Körper, zum Vernetzen kann ich nur einen gebrauchen. Dementsprechend muss ich die beiden Körper noch vereinigen. Dafür wähle ich Boolean Fragments, wechsel vom Standard Mode über in den ComSolid Mode und sehe einmal in dieses Boolean Fragment über das Analyse-Tool hinein. Ich sehe, dass dieser Körper aus einem ComSolid besteht und aus einem Compound. Dieser Compound wird nicht wirklich benötigt und erzeugt später bei der Vernetzung jedes Mal eine Fehlermeldung. Dementsprechend möchte ich ihn entfernen. Dafür wähle ich Boolean Fragments aus, gehe auf Formteil, Compound und Compound Filter. Wähle ich nun wieder das Analysenwerkzeug und ziehe hinein, stelle ich fest, der Compound wurde entfernt, lediglich der ComSolid ist noch übrig geblieben. Damit bin ich zufrieden, ich klappe den Body hier an und beginne mit der FEM-Analyse und wechsle dementsprechend in die FEM-Workbench. Dort angekommen, wähle ich eine neue Analyse aus. Ich klappe sie auf, sie ist noch komplett leer, wir haben ja auch noch nichts gemacht. Und als erstes möchte ich meine Materialeigenschaften definieren. Dementsprechend wähle ich Material und der Einfachheit halber wähle ich hier, wie fast immer, Calculix Steel. Dieses Material hat einen E-Modul von 210 GPa und eine Querkontraktionszahl von 0,3. Die Eingabe der Werte für einen speziellen Federstahl erspare ich mir in diesem exemplarischen Beispiel. Ich bestätige den Dialog mit OK und fange nun an, meine Randbedienungen zu definieren. Dafür wähle ich Displacement aus, ich drehe den Körper ein wenig und markiere die beiden unteren Flächen. Ich füge sie in den Dialog ein und beschränke die Verschiebung hinsichtlich der Z-Achse. Ich sage OK und schließe das Fenster. Nun kann sich mein gesamter Körper nicht mehr aus der XY-Ebene herausbewegen. In der XY-Ebene kann er jedoch noch in X- und Y-Richtung verschoben werden. Diesen Zustand behebe ich, indem ich diese kleine Kante hier wiederum über Displacements hinsichtlich der X- und Y-Richtung fixiere. Das ist geschehen und ich bestätige mit OK. Nun kann der Körper jedoch noch um diese Achse rotieren. Das möchte ich ebenfalls einschränken, das heißt, ich brauche noch eine weitere Randbedienung über Displacements. Um diese letzte Randbedienung möchte ich auf diese Kante hier hinten aufbringen. Allerdings kann ich sie nicht mehr auswählen, da die Constraints-Markierungen im Weg sind. Dementsprechend blende ich diese beiden Fallspitzen aus, wähle wiederum das Displacement-Werkzeug, markiere diese Kante, füge sie in den Dialog ein und schränke die Verschiebung hinsichtlich der X-Achse ein. Damit ist mein Körper nun endgültig fixiert und ich kann die Kräfte auf den Körper aufbringen. Dafür wähle ich Kraft. Genau genommen müsste ich nun meine Kraft hier in diesem Bereich der Bohrung aufbringen. Das ist jedoch so einfach nicht möglich, denn wähle ich diese Fläche hier aus, wirkt die Kraft auf beide Seiten der Bohrung, wie es jedoch praktisch nicht der Fall ist. Dementsprechend vereinfache ich das Modell ein wenig. Ich lösche diese Kraftrandbedienung noch einmal hinaus. Ich wähle der Einfachheit halber diese Fläche, füge es in den Dialog ein. Na, ist nicht geklappt, jetzt so. Und kehre die Richtung um. Ich möchte eine Kraft von 260 Newton haben, also relativ viel. Damit wird sich der Körper schon ganz ordentlich verformen. Genauso verfahre ich mit der gegenüberliegenden Seite. Ich markiere diese Fläche, sie ist in den Dialog eingefügt, ich kehre noch die Richtung um und wähle 260 Newton. Bestätige mit OK und damit ist im Grunde sind sämtliche Randbedienungen für das Modell bereits definiert. Diese beiden Randbedienungen blende ich wieder ein, der Vollständigkeit halber, und kann beginnen, mein Netz zu erzeugen. Dafür wähle ich den Compound-Filter aus und wähle G-Mesh. Meine maximale Elementgröße soll 1 mm betragen, die minimale Elementgröße soll bei 0,1 mm liegen. Einmal der Vollständigkeit halber
Ich habe in diesem Development Snapshot nicht den Standard Gmesh Pfad verwendet, sondern habe die aktuellste Gmesh-Version hier eingefügt, denn bei dem integrierten in FreeCAD taucht jedes Mal eine Fehlermeldung auf. Um diese zu vermeiden, ist es besser, wenn man die aktuellste Version von Gmesh verwendet. Nun sage ich Anwenden. Die Netzerstellung wird etwa 10 Sekunden dauern. Es wird ein relativ grobes Netz erzeugt, das jedoch dafür auch relativ zügig zu berechnen ist. Das Netz wurde auch schon erstellt. Ich bestätige den Dialog mit OK und kann nun mit der Lösung mit dem Solver-Prozess beginnen. Dafür wähle ich CalQLX aus und sehe mir einmal die Einstellungen an. Hier unten ist die Zeile geometrische Nichtlinearität. Hier ist standardmäßig linear eingestellt. Das möchte ich für den Anfang auch beibehalten. Ich wähle den Solver-Prozess, lasse mir das Eingangsfile schreiben und starte den Solver-Prozess. Es ist auch schon passiert, dass sie mir die Ergebnisse einmal anzeigen. Dann wir hinten noch einmal den ComSolid noch etwas schöner darstellen, indem ich auf vollständige Transparenz gehe. Und schon wie im Eingang, wie im Intro des Videos zu sehen, findet hier eine leichte Volumenzunahme des Körpers statt. Diese kann nicht sein, entspricht nicht der Realität, da hier der falsche Analysenansatz gewählt wurde. Dementsprechend, ich entferne diese Analyse. Mein Netz lasse ich mir nochmal einblenden. Und ich wechsle über auf geometrische Nichtlinearität. Bei dieser Berechnung finden mehrere Gleichgewichtsiterationen statt, bis der Solver-Prozess sein Ziel, seine maximale Abweichung erreicht hat. Standardmäßig ist hier ein integrierter, hinterlegter Wert eingegeben, den möchte ich jedoch nicht verwenden. Dementsprechend wähle ich bei Iteration User Defined Incrementations True und lege den vorderen Wert auf 0,2 fest. Damit habe ich eingestellt, dass 5 Gleichgewichtsiterationen ablaufen. Ich wähle wiederum CalQLX, lasse mir das Eingangsfile schreiben und starte den Lösungsprozess. Diese Berechnung wird schon etwas länger dauern, da eben 5 Gleichgewichtsiterationen abgearbeitet werden müssen. Generell ist es meiner Erfahrung nach recht sinnvoll, ein Modell im ersten Schritt einmal linear zu berechnen, um zu kontrollieren, ob irgendwelche Randbedingungen eher ungünstig und unvollständig aufgebracht sind, bevor man den Zeitaufwand für eine geometrisch nichtlineare oder Material-Nichtlinearitätsberechnung in Kauf nimmt, um nur am Ende dann festzustellen, dass die ganze Zeit vergebens war, da eine Randbedingung im Vorfeld nicht sauber gesetzt wurde. Der Solver-Prozess hat geendet, CalQLX dann, ich schließe den Dialog und habe eben 5 Analysenergebnisse in meinem Dateibaum drin liegen. Ich wähle einmal den dritten aus, lasse mir die Ergebnisse anzeigen und sehe eine relativ kleine Verformung von maximal 13,5 mm. Im letzten Schritt möchte ich mir die letzte Gleichgewichtsiteration anzeigen lassen und hier liegt die Gesamtverformung schon bei 23,4 mm. Das heißt, hier ist der Sprengring schon deutlich überdehnt. Ich habe hier als maximale Skalierung 1 eingegeben. Das heißt, es wird die tatsächliche Verformung des Körpers angezeigt und keine übertriebene Darstellung, wie es zum Beispiel mit 5 der Fall wäre. So. Hier sieht man auch schon wieder eine deutliche Volumenzunahme. Also auch sie ist nicht vollständig verschwunden durch den nichtlinearen Ansatz. Damit bin ich auch schon mal am Ende meines Tutorials angelangt. Ich hoffe, ich konnte damit dem einen oder anderen weiterhelfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Anregungen, Bemerkungen, Hinweise in den Kommentaren hinterlässt und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.